liegt dein Herz nicht vor dem, der dich bittet. Denn Sorge für die Armen und Mitgefühl für deine Nächsten gehören zum Glauben wie das Gebet. Gott ist gnädig, aber das Evangelium lehrt auch, dass wir am Ende Rechenschaft geben müssen über unsere Taten. Der Besitz, den Gott schenkt, gewinnt seinen Sinn darin, dass wir damit Gutes tun und Leben führen. Wir stehen bitte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Also den Bekenntnis finden wir an Seite 13. Lassen uns gedenken unserer Unwürdigkeit und vor Gott bekennen, dass wir gesündet haben mit Gedanken, Worten und Werken, auch aus eigener Kraft uns von unserem sündigen Wesen nicht erlösen können. Darum nehmen wir Zuflucht zu der grundlosen Barmherzigkeit Gottes, unseres himmlischen Vaters. Wir gehen Gnade Christi willen und sprechen: Gott sei mir Sünde gnädig. Allmächtiger Gott, erbarme sich uns, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Nimm von uns her unsere Sünde und verleihe uns, dass wir mit lauterem Herzen und reinen Lippen diesen Gottesdienst begehen und dich preisen. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen. Wir sitzen uns und singen zusammen das Lied "Ich lobe dich von ganzem Seele", Nummer 214, Strophe 1 und 2. Thank you.
mit einem Tag. Wir haben oft mehr, als wir zum Leben brauchen. Mach uns wach für die Not anderer. Demütig um Hilfe und Tröste, großzügig, wenn es darum geht, zu teilen. Dass wir Jesus Christus nachfolgen in Wort und Tat. Der sei Lob und Dank, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir sitzen uns bitte für die Lesung. Thank you.
lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus. Der lag vor seiner Tür, voll von Geschwüren, und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auf und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesem Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Das Evangelium Gottes.
Wir stehen bitte. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, o Herr. Amen. Informationen, die gerne über den Reichen und Schönen dieser Welt
spielen, fährt er ein schnelles Auto, hat er einen eigenen Koch angestellt, besitzt er eine Luxusjacht. Das alles ist in Wahrheit unbedeutend, uninteressant, zumindest in den Augen von Jesus. Der Arme hat also einen Namen. Lazarus heißt er. Der Name kommt aus dem Hebräischen. Dort hat jeder Name eine Bedeutung. Lazarus heißt, Gott hat geholfen. Der arme Lazarus hat einen Hoffnungsnamen. In der Geschichte hilft ihm niemand. Wir erfahren noch mehr von Lazarus mit dem Hoffnungsnamen. Jesus nennt sein Leid. Geschwüre plagen ihn. Wir werden jetzt sowas schon hören. Das ist unappetitlich, eklig. So genau will es keiner wissen, woran so ein armer Teufel leidet. Jesus zwingt die Zuhörenden zum Hinschauen. Den Fernseher kann ich abdrehen. Die erzählte Geschichte kann ich nicht abdrehen. Da müsste ich mir schon die Ohren zuhalten. Auch die Bedürfnisse von Lazarus macht Jesus öffentlich. Hunger hat er, zu essen braucht er was. Bescheiden sind seine Ansprüche. Er will niemandem etwas wegnehmen. Er will die Reste haben. Das, was am Sonntagabend unverkauft aus den Supermärkten in die Mülltonnen wandert. Die abgelaufenen, aber immer noch genießbaren Lebensmittel genügen dem Lazarus. Er braucht nicht frische Austern und Parmaschinken. An diesem Punkt der Erzählung juckt es mich schon, zur nächsten Bäckerei zu gehen und dem Lazarus ein Bäckerl zu bringen. Wenn wir hier am Ende des Gottesdienstes für ihn sammeln würden, würde jeder und jede von uns die Geldbörse zücken und etwas ins Körper geben. Das passiert nur deshalb, weil uns jemand von Lazarus wohlwollend und mitfühlend erzählt hat. Man könnte auch ganz anders über den Lazarus reden. Bettlergesindel ist er, Betteln über verboten, hinaus aus der Innenstadt mit ihm und seinesgleichen. Je nachdem, auf wen wir hören, bilden wir unsere Meinung. Je nachdem, wer zuerst unsere Aufmerksamkeit auf eine Sache, eine Geschichte, ein Problem lenkt, bilden wir unsere Meinung. Auf wen höre ich? Auf wen hörst du? Auf wen hören wir? Von wem soll ich meine Meinung bilden, prägen lassen? Ich brauche ja Informationen von außen. Vieles kann man ja nicht aus eigener Anschauung kennen. Vieles wissen wir nur von Hörensagen, vom Radio, vom Fernsehen, von den Zeitungen oder aus dem Internet, was eben die Leute um uns reden und erzählen. Wie soll ich beurteilen können? Wie soll ich auswählen, was es wert ist, gehört zu werden? Was vergesse ich am besten gleich wieder, wenn man es mir in die Ohren reißt? Genau dieses Problem haben die fünf Brüder des verstorbenen reichen Mannes. Zumindest glaubt der reiche Mann das dort in der Unterwelt. Seine Brüder wissen nicht, auf wen sie hören sollen. Er will ihnen die Botschaft so zukommen lassen, dass sie wirklich zuhören, aufmerken. Das gehört ja auch ernst nehmen, danach leben, danach handeln. Hören allein ist ja nicht genug. Die Strategie des reichen Mannes ist einfach. Es muss spektakulär sein, wie die Botschaft überbracht wird. Nicht irgendwer sagt es irgendwie, sondern einer von den Toten erzählt es. Ein todsicher glaubwürdiger Zeuge wäre dieser Lazarus. Ihm muss man einfach zuhören. Da kann keiner abschalten, keiner kann weghören. Ich kann mir so einen Auftritt vorstellen, wie er dasteht. Die Leute halten die Luft an. So also ist es in der Hölle. So also ist es im Himmel. Ein Augenzeugenbericht, der mit markigen Worten leicht verständlich die Botschaft unter die Leute bringt. Einer, der auf komplizierte Fragen einfache, eindeutige Antworten hat. Jesus sieht das aber anders. Er lässt den Abraham sagen, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Jesus meint, zum Thema Armut ist auf dieser Welt schon alles gesagt. Zum Thema Reichtum auch. Welche Schlüsse du, lieber Hörer, liebe Hörerin, aus dem Gesagten ziehst, ist ganz allein deine Sache. Deine Verantwortung ist es auch, zu entscheiden, wen du glaubst. Wessen Meinung du dir
dir zu eigen machst. Deine Verantwortung ist es, ob du den Reichen und seinen Reichtum schützt oder dem Armen und dem Armen böse Absichten unterstellst. Oder ob du den Armen vor deiner Tür in deiner Stadt mit den Augen Jesu anschaust. Es geht nicht darum, die Reichen schlecht zu machen. Jesus ruft nicht zur Enteignung der Reichen auf. Er sagt auch nicht, dass sie eines Tages in der Hölle schmoren werden. Nicht den Reichen wird seine Geschichte, nicht den Armen und Elenden, sondern uns. Jesus lässt uns die Freiheit, aber er gibt uns die Verantwortung, wo wir hinschauen, wem wir zuhören. Für mich scheint es, als hätte er diese Geschichte für unsere Tage erzählt und nicht schon vor 2000 Jahren. Dafür sei Gott Lob und Preis in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen unser Hauptlied Nummer 256, Strophen 1, 5 und 6. Nähe nach spricht Christus unser Held. 200. Sie ist ursprünglich aus Deutschland, aber seit fast 30 Jahren in Kanada und hat hier die Ausbildung zur Pastorin gemacht. Was jetzt geschehen muss, ist, dass die Gemeinde entscheidet, ob wir sie zu uns als unsere Pastorin berufen wollen. Die Gemeindeversammlung zu dieser Abstimmung findet am nächsten Sonntag, den 2. Oktober, nach dem Gottesdienst um 13 Uhr. Es ist etwas spät, weil wir einen Representative vom Bischof dazu brauchen. Und
Möglichkeit oder Abholung braucht, dann ist es nicht wieder an die Church Office, die kann sich dann mit uns in Verbindung setzen und dann kann sie jemand holen. Wenn Sie nicht persönlich kommen können, es gibt auch die Möglichkeit, sich per Zoom einzuwählen, entweder mit dem Computer oder Tablet oder auch per Telefon. Also man ruft an und dann hört man mit und kann dann auch mitreden. Ja. Wenn Sie sich damit nicht auskennen, schnappen Sie sich jemanden, der das kann. Also Kinder und Enkel, da sind das ja sehr hilfreich. Es besteht dann auch in der Versammlung auch noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen über die Pastoren selber und über den Calling Process und über das Compensation Package. Also noch einmal, Sonntag, den 2. Oktober 22 um 13 Uhr in der Luther Hall. Es wird in der Wartezeit zwischen dem Gottesdienst und der Versammlung Kaffee und Sandwiches zur Verfügung stellen und Supama macht eine Bibelstudie. Also, dass uns nicht langweilig wird. Also nochmal, one more time, if you measure English, next Sunday, October 7th, the 2nd, 1 p.m., Luther Hall Congregational Meeting to extend the call to Pastor Barbara Colter. We need all of you there, in person or on Zoom. Der nächste Gottesdienst findet, deutsche Gottesdienst, findet am 30. Oktober statt. Das ist der Reformationssonntag, also tragen Sie rot. Es gibt im Vorraum Pflaumen und Äpfel zum Mitnehmen. Vielen Dank an Irmgard, ich weiß nicht, wer Ihnen Äpfel gebracht hat, ob das auch Irmgard war. Sie können sich im Vorraum bedienen. Weitere Ankündigungen
fürbittigen Gebet heute. Gütiger Gott, in Christus kommst du uns nah und mit deinem Geist verwandelst du die Welt. Zu dir kommen wir mit unserem Hoffen und Bitten. Für deine Kirche bitten wir, lass uns die vielen Möglichkeiten entdecken und wahrnehmen. Wir dürfen anderen dienen, von Glauben erzählen, ihnen Heimat bieten in deiner Kirche. Du hast uns so reich gesegnet. Lass uns nicht zögern, diesen Reichtum weiter zu verschenken. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Für Menschen in kreisenden Gebieten und vor allem für den Krieg in der Ukraine bitten wir, schenk Frieden und mach der Gewalt ein Ende. Lass die Regierenden einsichtig werden und beschütze die Opfer, das Recht und Gerechtigkeit wieder Heimat haben. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für Menschen, die anderen bereitstehen, für Ärztinnen und Ärzte, für Pflegekräfte, für Menschen in Polizei und Rettungsdiensten, für Berater und Seelsorger. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für Arme und Bedürftige in unserer Nachbarschaft. Hilf uns, Grenzen und Barrieren zu überwinden, den Kontakt zu suchen und zu helfen. Schenke auf beiden Seiten das Vertrauen, dass wir es gut miteinander meinen. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. In der Stille beten wir für Menschen, die deiner Nahe und Hilfe bedürfen. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Gütiger Gott, der befehlen wir alle und alles an, wo wir gebetet haben. Nimm dich unsere Bitten an nach deiner Gnade. Rette und erhalte uns durch Christus, all unseren Heiland, der mit dir und Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir feiern jetzt das Heilige Abendmahl auf Englisch. Bitte nehmen Sie das englische Gesangbuch. Wir fangen auf Seite 107 an. We will now celebrate Holy Communion. Please turn to the English hymnal on page 107.
Savior Jesus Christ, the true Paschal Lamb, who gave himself to take away our sin, who in dying has destroyed death, and in rising has brought us to eternal life. And so Mary Magdalene and Peter and all the witnesses of the resurrection, with earth and sea and all their creatures, with angels and archangels, cherubim and seraphim, we praise your name and join in their unending hymn. Und
pray. God of the abundant table, you have refreshed our hearts in this meal with bread for our journey. Give us your grace on the road that we might serve our neighbors with joy. For the sake of Jesus Christ, our Lord. Amen. God of peace, Father, Son, and Holy Spirit, bless you, comfort you, and show you the path of life this day and always. Geht nun Frieden mit Christus neben euch.